Heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, dich von der Leistungen in der Oberstufe, sprich deinen Noten, unabhängig zu machen und eben von Grund aus eine sehr starke Selbstliebe zu entwickeln. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und dieses Video liegt mir ganz besonders im Herzen. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass die ein oder zwei Videos, die wir zu der Thematik gemacht hatten, dass man sich nicht so krass in die Noten reinstressen soll, dass man seine Leistung nicht so krass davon abhängig oder seinen Selbstwert nicht so krass davon abhängig machen soll, wie man gerade in der Schule performt. Ich habe einfach gemerkt, dass es auf extrem positive Resonanz gestoßen ist, und viele hatten sich gewünscht, dass ich ein Video sozusagen dazu mache, wie kann ich denn überhaupt diese Selbstliebe, ja, diese Selbstakzeptanz unabhängig von meiner Leistung, meinen Selbstwert für sich als Mensch zu sehen, anstatt von dem, was ich geschaffen habe, wie man das eben schafft. Und deswegen möchte ich heute dieses Video machen, weil ich einfach merke, es ist so ein wichtiges Thema, und ich glaube, dass es so sehr unthematisiert ist, weder von Schule, Lehrern noch sonst irgendjemanden, dass es fast schon ein Tabuthema ist. Und ich finde es einfach super traurig, weil in meinen Augen ist Leistung was super Schönes, ja, Erfolg ist was super Schönes, Gas zu geben ist was super Schönes, das Maximum aus sich rauszuholen ist was super Schönes, und sollte meiner Meinung nach nie irgendwas sein, was irgendjemanden unter Druck setzt. Gehen wir doch erstmal zur Ursache. Woran liegt es denn überhaupt, dass Menschen sich abhängig von ihrer Leistung machen? Warum denken manche Menschen, dass sie nur dann etwas wert sind, wenn sie auch die entsprechenden Ergebnisse bekommen? Das liegt eigentlich traurigerweise sehr stark an unserer Leistungsgesellschaft und einfach daran, dass wir fast nur dann gelobt und dementsprechend wertgeschätzt werden, Selbstwert, Wertschätzung. Ich schätze, dass du etwas wert bist, wenn wir eben positive Leistungen bringen. Das ist leider so. Und muss gar nicht so ausgeprägt sein, aber in vielen Familien ist es einfach so, dass, und das können wahrscheinlich 90% von euch unterschreiben, dass wenn du eine 4 mit nach Hause bringst oder ob du eine 2 oder eine 1 mit nach Hause bringst, der Unterschied ist einfach da. Ja, das muss nicht mal bedeuten, das muss nicht mal so extrem Sinne von seine Eltern dir irgendwas vorwerfen. Bei ganz, ganz vielen von euch ist es so, war es auch bei mir, dass eure Eltern immer das Beste von ihnen wollen. Aber nichtsdestotrotz ist, und wenn es nur eine ganz kleiner Unterschied in der Mimik ist, du merkst einfach, okay, irgendwie meine Eltern freuen sich über eine 1 oder 2 wesentlich mehr, als sie sich über eine 3 oder eine 4 freuen. Was interpretiert man daraus? Ganz unterbewusst, ja, das ist nicht wirklich wir selbst, sondern mehr so unser inneres Kind, ja. Wir interpretieren dadurch ganz schnell, Moment mal. Das heißt, wenn ich eine bessere Leistung erbringe, dann reagieren meine Eltern besser auf mich. Und dieses, wie wir sie reagieren, sehen wir ganz, ganz schnell auch als ihre Art von Liebe an. Natürlich, wenn wir rational drüber nachdenken, wissen wir, nein, nein, meine Eltern lieben mich, egal was passiert und so weiter. Aber es fühlt sich einfach anders an. Und das ist, glaube ich, super wichtig, auch dass die Eltern verstehen. Deswegen zeigt dieses Video gerne auch euren Eltern. Grüße an der Stelle. Aber ich glaube, das ist super wichtig zu verstehen, dass man als Elternteil sich vielleicht denkt, okay, ist ja jetzt nur eine Reaktion, oder ist ja vielleicht auch normal, dass ich mich mehr über eine gute Note als über eine etwas schlechtere Note freue. Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, was macht das mit dem Kind oder halt eben euch oder dem Schüler oder was auch immer. Und das ist, denke ich, einfach so, das ist nicht zwangsläufig bei jedem so, ja. Es gibt auch Leute, die sind einfach noch stabiler in sich selbst. Die lassen sich vielleicht sogar von dem Feedback ihrer Eltern nicht so stark beeinflussen. Trotzdem beeinflussen. Ich glaube, es gibt fast niemanden, der sich nicht vom Feedback seiner Eltern beeinflussen lässt. Aber es ist auf jeden Fall ein Faktor. Ja, es ist auf jeden Fall ein Faktor. Es gibt Leute, die sind einfach wesentlich stabiler. Die sagen so, ja, ist ja eh mein Ding. Und andere Leute, die vielleicht auch sehr oft Liebe und Aufmerksamkeit von ihren Eltern vermisst haben in der Kindheit, dann kann es einfach sehr, sehr schnell sein, dass wir dann quasi auf solche Sachen noch empfindlicher reagieren. Vielleicht hast du, das kann auch wieder auf jeden zutreffen, du hast bestimmt einen Elternteil, von dem du dir mehr Liebe erwartest als vom anderen. Das liegt oft daran, an der Vergangenheit. Ja, du hast ja unterschiedliche Vergangenheiten mit deinen jeweiligen Eltern. Und wenn du zum Beispiel wenn deine Mutter immer wesentlich liebevoller zu dir war als dein Vater, dann willst du eigentlich diese Liebe von deinem Vater wesentlich mehr, weil du sie noch vermisst. Von deiner Mutter bekommst du sie schon, aber du vermisst sie von deinem Vater noch mehr. Und wenn dann zum Beispiel merkst, okay, wenn ich gute Leistungen bringe, dann ist mein Vater stolz auf mich, dann
es wird es in deinem Kopf ganz schnell in Verknüpfung und so entsteht das Ganze, ja? Ich muss Leistung bringen, damit mein Vater mich wertschätzt und diese Wertschätzung interpretiere ich als Liebe. Und eine der größten Dinge, die wir als Mensch eben haben wollen, ist geliebt zu werden. Und deswegen wird auf einmal unser ganzes Verhalten so stark auch darauf ausgelegt, in diese Leistung zu bringen, um dann diese Liebe zu bekommen, weil sie uns so verdammt wichtig ist. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, was kannst du dagegen tun, dass du dich eben nicht mehr so unter Druck setzt, dass du nicht mehr da auf deinen Schlaf verzichtest, heulst, wenn du schlechte Note bekommst, bla bla bla. Auf all diese Dinge, wie kommen wir davon weg? Ganz einfach. Du musst es schaffen, für dich selbst, und da kann dir niemand helfen, für dich selbst zu erkennen, dass du unabhängig, nicht nur unabhängig von Leistung, sondern unabhängig von allem, was im Außen passiert, du wertvoll bist. Und diese Erkenntnis, die kannst du nur für dich selbst machen. Du kannst nichts anderes machen, und da kann dir kein Coach, niemand was helfen. Du musst einfach da sitzen und erkennen, hey, ob ich jetzt ein 1er-Abi habe, ob ich Abi durchfall, ob ich den Schnitt schaffe oder nicht, ändert an meinem Wert, ja, an meinem Wert, was ich als Mensch selbst wert bin, gar nichts. Das ändert nichts daran, wie liebenswert du bist, das ändert nichts daran, wie viel Spaß man mit dir haben kann, wie vertrauenswert du bist, was für ein guter Freund du bist, Freundin du bist, vollkommen egal, ja. Das heißt, auf das wirklich Menschliche hat diese Note überhaupt gar keinen Einfluss. Und es ist so wichtig, dass du diese Erkenntnis selbst dich machst. Das heißt, nimm einfach dir selbst Zeit, setz dich hin und überleg dir ganz ernsthaft, was verändert diese Note in Bezug auf meinen ehrlichen, tiefen Wert? Und dabei wirst du erkennen, dass es keinen Einfluss hat. Keinen Einfluss. Überleg dir, und wenn es dir selbst schwerfällt, das bei dir selbst zu erkennen, integriere das auch noch in die Übung. Und zwar, dass du dir sagst, wenn mein Bruder, meine Schwester, wenn du Geschwister hast, oder stell dir vor, du hättest einen Bruder, eine Schwester, fällt meistens auch einem sehr leicht, übe dir mal, wenn er jetzt auf einmal kein Abitur hätte, wenn er, keine Ahnung, oder wenn er das gemacht hätte, oder wenn er auf einmal nur noch faul wäre und gar nichts mehr in seinem Leben gebacken bekommen würde, würde ich ihn dann tief in mir weniger lieben? Die Antwort ist da in den meisten Fällen ganz klar nein. Denn natürlich würdest du lieber mit ihm abhängen, wenn er cool ist und bla bla bla, aber diese tiefe Liebe, was quasi den Wert des Menschen ja auch ausdrückt, die ist davon unbeeinflusst. Und genau das musst du für dich selbst erkennen. Und dann wirst du eben frei sein, von diesem Druck gute Noten zu schreiben, wirst viel befreiter auflaufen und kannst so einfach auch mit viel, viel mehr Entspannung durch deine Schulzeit gehen. Und das wünsche ich einfach allen. Deswegen in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.